Mein Name ist Gerhard Werser, ich fahre bei Grasser Racing zusammen mit dem Luca Stolz auf einem Lamborghini Huracan und ich möchte euch heute die Telemetriedaten etwas erklären. Vielleicht werfen wir einen kurzen Blick drauf, wofür das ist. Telemetriedaten werden im Prinzip nach jedem Turn mit dem Ingenieur besprochen. Da kann man sehen, wo bremst man, wo geht einer früher aufs Gas, wer bremst stärker, wie ist der Lenkwinkel. Das können wir hier vielleicht kurz einen Blick drauf werfen. Also hier kann man zwei Kurven aufeinander legen, das sind zwei verschiedene Fahrzeuge. Und überall, wo die zwei Kurven nicht exakt aufeinander liegen, gewinnt man oder verliert man. So wie hier, die schwarze Linie ist schneller als die rote Linie. Das heißt, zum Beispiel in der Kurve mehr Minimum Speed. Hier unten haben wir die Bremse. Das soll aussehen wie so ein Kirchturm, also bei einer starken Bremsung. Schwarz bremst zum Beispiel ein bisschen stärker wie rot. Dann haben wir hier unten den Lenkwinkel. Das heißt, wie stark ein Fahrer in der Kurve einlenkt. Wenn die Räder überhitzen, sollte man nicht noch nachlenken, sondern eben einen Punkt beibehalten, weil sonst überhitzen sie noch mehr und dann verliert man eben noch mehr. Also das wird dann immer nach dem Turn besprochen und dann hoffen wir, dass danach ein, zwei Zehntel nochmal schneller gefahren werden kann. Thank you.